Unionschef und Oppositionsführer Friedrich Merz vors Mikro getreten ist. Er äußert sich zum Machtwort des Bundeskanzlers in der AKW-Causa. Wir wollen reinhören. Bundeskanzler in einem förmlichen Brief an drei seiner Kabinettsmitglieder ausdrücklich mit Bezugnahme auf die einschlägige Bestimmung der Geschäftsordnung der Bundesregierung von der Richtlinienkompetenz Gebrauch macht. Das hat es in dieser Form jedenfalls, soweit wir uns erinnern können, noch nie gegeben. Der Bundeskanzler selbst hat in einem Interview noch im August ausgeschlossen, dass er diesen Weg jemals geht. Seine Führung, so hat er damals gesagt, bestände darin, dass er die Mitglieder seines Kabinetts von einem gemeinsamen Weg überzeugt. Das ist ihm offensichtlich in den letzten Wochen nicht gelungen. In der gesamten Auseinandersetzung um die Laufzeit der Kernkraftwerke haben seine zwei wichtigsten Ressortminister über Wochen einen öffentlichen Streit ausgetragen. Und nun hat er gestern doch von diesem Recht Gebrauch gemacht, anders als er es selber noch im August für richtig gehalten hat. Es gibt dazu eine schöne Formulierung eines früheren Parteivorsitzenden der SPD, Franz Müntefering, der mal im Oktober 2005 im ZDF gesagt hat, die Anwendung der Richtlinie, gemeint war die Richtlinienkompetenz, die ist nicht lebenswirklich. Wer das macht in einer Koalition, der weiß, dass die Koalition am Ende ist. Ende des Zitats von Franz Müntefering aus dem Oktober 2005. Diese Koalition ist voraussichtlich nicht am Ende, aber die Inanspruchnahme der Richtlinienkompetenz auf diesem geradezu förmlichen Weg ist der vorletzte Fall, den der Regierungschef im Köcher hat, wenn es darum geht, seine Koalition zu disziplinieren. Das letzte Instrument wäre dann die Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag. Ob es soweit kommt, muss man sehen. Der Bundeskanzler hat jedenfalls das vorletzte Mittel gezogen, was ihm zur Verfügung steht, um Disziplin wiederherzustellen und eine Lösung zu ermöglichen. Dieses Machtwort hält die Koalition vielleicht noch zusammen, aber es ist gleichwohl eine schallende Ohrfeige für die Grünen, 24 Stunden nach dem Ende ihres Bundesparteitages in Bonn, bei dem sie etwas anderes beschlossen haben. Und es ist gleichzeitig eine schwere politische Niederlage für die FDP, die uns ja etwas ganz anderes zugesagt hatte, nämlich eine Laufzeitverlängerung bis Ende des Jahres 2024. Und das hätte bedeutet natürlich die Bestellung von neuen Brennstäben. Die Tatsache, dass der FDP-Parteivorsitzende Sekunden nach der Veröffentlichung des Briefes des Bundeskanzlers so euphorisch und zustimmend begrüßt hat, lässt nur den Rückschluss zu, dass es zumindest mit dem FDP-Parteivorsitzenden so abgesprochen war, dass der Bundeskanzler dieses Machtwort spricht und anschließend vom FDP-Parteivorsitzenden und Finanzminister eine öffentliche Zustimmung dafür bekommt. Möglicherweise löst das jetzt den Konflikt in der Koalition, aber es löst nicht das Versorgungsproblem für Deutschland. Die privaten Haushalte, die Betriebe warten seit Monaten auf konkrete Hilfen. Und ich will darauf hinweisen, dass die Gaskommission jetzt schon vor gut einer Woche konkrete Vorschläge gemacht hat, wie man denn helfen kann. Und wir warten bis zum heutigen Tag auf konkrete Vorschläge der Koalition. Wir werden sie wohl auch in dieser Woche nicht bekommen. Stattdessen werden am Freitag 200 Milliarden Euro Blankoscheck in den Deutschen Bundestag eingebracht und zur Abstimmung gestellt für eine mögliche Hilfe in den nächsten drei Kalenderjahren. Es geht um die Jahre 2022, 2023 und 2024. Die Vorschläge für die konkreten Hilfen liegen auf dem Tisch. Sie decken sich zum Teil mit den Vorschlägen, die wir bereits im Januar gemacht haben. Wir sind unverändert bereit, auch schnell diese Maßnahmen umzusetzen, auch den Maßnahmen zuzustimmen. Eine Gaspreisbremse, direkte Zahlungen an die privaten Haushalte und an die Betriebe, auch die Aussetzung der Vorauszahlungen für ein oder zwei Monate ist eine Option. Wir sind bereit, solchen Wegen zu folgen und solchen Vorschlägen im Deutschen Bundestag auch zuzustimmen. Wir legen allerdings Wert darauf, dass die übliche Reihenfolge eingehalten wird, die da lautet, erst werden die Vorschläge gemacht und dann wird die Finanzierung geklärt, nicht umgekehrt. Und deswegen werden wir auch in dieser Woche, ich werde es jedenfalls der Fraktion so vorschlagen, zu diesem neuen Schuldenprogramm der Regierung nicht zustimmen. Wir werden auch Nein sagen zu einem weiteren Schattenhaushalt. Diese Vorschläge gehören in das normale Haushaltsverfahren des Bundes, gehören in den Bundeshaushalt 2022 als Nachtragshaushalt, gehören in den Bundeshaushalt 2023, der Ende November in 2023
Vertreterlesung hier im Deutschen Bundestag gelesen wird.